Also, liebe Leute, ganz ehrlich, aufgrund dieser hervorragenden Fahrkarte, ich sage nicht Ticket, war es möglich, dieses Video zu gestalten. Schade, diese Fahrkarte läuft am 31. August aus. Und dann? Die Züge werden lehrreich sein, kann ich mir vorstellen. Spricht etwa dieses Geknirsche oder Gereibe von erhöhter Verkehrssicherheit? Also, ich glaube, ich habe das schon mehrfach empfohlen. Dieser schöne Wasserturm von Halberstadt muss nicht dahin siechen. Er kann auch renoviert werden und sieht dann wieder schmuck aus. Ich erinnere mich da immer noch an die Worte meines Großvaters, der die Notwendigkeit des Wasserturms folgendermaßen erläuterte. Wenn die Loks Wasser nehmen aus dem normalen Wassernetz von Halberstadt, dann hört man, wenn man den Wasserhahn öffnet, gerade bloß ein Gezischer und würde kein Wasser bekommen. Und damit das nicht der Fall ist, ist dieser schöne Wasserturm gebaut worden. Er ist es wert, erhalten zu werden. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Langenstein, unsere Zugfahrt endet dort. Im Hintergrund der Höhe und in der Mitte, das ist ein bisschen schlecht zu sehen, aber dort, wo die Fahrzeuge fahren, das ist die B81. Bis Blankenburg fährt dieser Triebwagen nicht. Da müssen irgendwie die Schienen oder die Schweller repariert werden. Es ist eine Vorsichtsmaßnahme der DB. Und demzufolge aussteigen und mit dem Bus geht es weiter. Blankenburg, Harz und in der Straße vom Hauptbahnhof in Richtung Stadtzentrum geht, das ist die Herzogstraße, sind zwei Bäcker. Und da hat man noch so richtig gerochen, wie frisches Brot riecht, wie frische Brötchen riechen. Ganz hervorragend. Und der andere Bäcker hatte gerade zu, aber dafür konnte man sehen, er hatte dort verschiedene Internetangebote. Jetzt auf der 81. Das Ortseingangsschild hier war ein bisschen schlecht zu sehen, aber ich glaube, man kauft es mir hundertprozentig ab, dass das Wendefort war. Ich habe meine Steuererklärung, ich hatte meine Steuerberaterin angerufen. Hierher ein kleiner Spaziergang
Und dann wartet eine köstliche Forelle. Nun, diese Öffnungszeiten sind doch wohl einmalig und humorvoll. Der Wanderweg durch das angenehme Kühle des Waldes zur Rappodetalsperre ist nicht gerade bequem. Also wer nicht richtig zu Fuß ist, sollte diesen Weg meiden und sollte lieber mit dem Bus die Strecke zurücklegen. Das wäre dann günstiger. Die letzten paar Meter und da geht es ganz schön steil aufwärts. Hier die Widerlager der stählernen Brücke. Es gab einige, die an diesen Automaten Schwierigkeiten hatten. Aber 6 Kreuzer für die Brücke, das ist ein bisschen viel, ne? Dafür ging nun natürlich auf der Brücke das Fotografieren los. Und ein sehr kluger Mensch bemerkte doch, wenn man betrunken auf dieser Brücke geht, geht man völlig gerade. Verschiedene Erläuterungen zur Brücke. Nun, das geht doch ganz schön tief runter, oder? Aber so wie hier geplant, ging das Fotografieren nicht. Leider nicht. Es war nicht einfach, die beiden in der Luft hängenden Seile zu fotografieren, an denen sich die Flieger oder vielleicht gibt es dafür auch einen unpreußischen Ausdruck, die Leute, die sich da an den Seilen gerollt runterbewegen. Erstmal bezahlen. Und die Kassiererin fordert ganz hart Bestellung über Internet. Selbst Telefon, obwohl in den Flugblättern angeboten, wird nicht angenommen. Also nur Internet. Also Dokumente raus und siehe da, gleich bezahlen, freundlich. Und was bemerkenswert ist, die Leute wurden alle mal gleich mit du angeredet. Das kannst du dann hier so machen und dann gehst du da hoch und dann siehst du das da schon und so. Also
man musste sich hier manche Sachen ein bisschen gewöhnen. So, das sind nur die Papierchen. Und dann noch ein kleiner Scherz hinterher. Weil ich eine Kamera mit hatte und wollte damit fotografieren, musste ich extra nochmal zurückgehen, durfte dann anschließend durch den Beschäftigteneingang reingehen und musste 5 Euro bezahlen. Nur für die Benutzung der Kamera. Und mir scheint auch beim Anschnallen, der Mann war da nicht gerade erfreut drüber, mit der dass ich die Kamera mit hatte. Aber naja, was soll's. Dann bekam man in der untersten Etage noch die Laufrolle mit dem Gewicht von 6 Kilo, natürlich auch TÜV geprüft, naja, zugeordnet oder so gesagt, so die ganze mitnehmen und die Weste zum Umschnallen und angurten an die Laufrolle. Oben angekommen wurde dann gesagt, so, das stellst du hier auf den Tisch und dann ist gut. Und dann bekam man eben Hilfe beim Anlegen der Weste und Angurten. Hallo? So, den blauen Gurt bekommen wir. Der Gurt ist hier einfach ganz gut verschlossen. Die Schnalle einfach in den Gurt aufmachen. Einfach so vor dir halten. So, ganz kurz, einmal so vor dir halten. Kamera läuft. Dann leg dich mal nach vorne in den Gurt rein. Sind sie? Nee, sind sie nicht. So? Oberkörper ziehst du mal ins Hohlkreuz. So? Komm mal ins Hohlkreuz. So? Nicht nur so sagen, du sollst mal mit hochkommen, sonst kann ich hier noch 10 Mal an dir ziehen, da hängst du wie ein Schluck Wasser hier drin. Nein, keine Bange. Ja, gut. Ellenbogen klappst du den gesamten Flug. Sind dran. Komplett so aus. So. Andere Seite auch. Wichtig, nochmal zu deinem Verständnis, hiermit bremst du. Gut. Wenn du dich mehr auf deine Kamera und deinen tollen Film konzentrierst, als auf deine Armhaltung, gardinst du da volles Ballett unten rein. Und mach ich nicht. Ja, du musst es ja wissen. Ellenbogen schön nach vorne. So, gut. Ellenbogen sind vorne. So. Ja, ganz so bleiben wir auch den ganzen Flug über. Gut. Ansonsten verletzt du dich. Wir starten jetzt und die Ellenbogen bleiben vorne. 3, 2, 1, hoch los. Und los.
Prima, Mensch. So, schön liegen bleiben, du, ne? Gut. Heil dir gleich. Mensch. Das ist doch eine Freude, sowas muss man mit dir machen. So sieht aus, Rosa. So, pass auf hier. Ganz lange an die Beine entspannen und stehen wir mal auf. Aber hilft dir. Mensch, was rutscht denn da so bei euch? Hä? Und dann werde ich dich hier mal abglucken quasi vom Seil. Großen Schritt nach links in die Mitte. Bei dem Rückweg von der Landestelle dieser Fliegerei bis zur Stadtstelle könnte man frei wählen. Entweder die nördliche Route über die Stählerne Brücke für 6 Euro oder die kostengünstigere Stelle über die Staumauer zum Preis von 0 Euro. Noch schnell ein Bild vom Staudamm zum Absprungturm, wie dort zwei ihrem Ziel entgegenfliegen. Wenn die starken Motorräder durch den Tunnel fahren. Mit dem Bus über Rübeland, Wernigerode, Derenburg in Richtung Halberstadt und mit dem Zug dann weiter nach Magdeburg. Das hier, was hier zu sehen ist, hat die Deutsche Bahn streckenweise Linksverkehr auf der Strecke von HBS nach MD. Oder ist das eine optische Täuschung? U3 von Gleis 3, eine Regionalexpress nach Frankfurt oder Berlin um 18:08 von Gleis 8. ADS1 nach Wittenberg, Magdeburg und Neustadt und Stendal um 18:10 vom Gleis 1 sowie eine Regionalexpress nach Leipzig Hauptbahnhof
für Magdeburg in Neustadt und Roßlau um 18.13 Uhr vom Gleis 7. Das Zugpersonal von Abelio verabschiedet sich von allen hier außen umsteigenden Fahrgästen und wünscht Ihnen noch einen angenehmen Tag sowie eine gute Weiterfahrt. Es ist erstaunlich, wie gut sich die Passagiere bei der DB und in der Straßenbahn an die Maskenpflicht halten. Es sind ganz, ganz wenige, die es nicht für nötig erachten.